Heute werde ich den Jaguar I-Pace in der First Edition mal ein bisschen Probe fahren. Ich durfte ihn zum Glück für ungefähr 3 Stunden benutzen. Und mich interessiert natürlich vorrangig das Problem der Reichweite, der Verbrauch natürlich, gut Komfort und Bedienbarkeit, Bequemlichkeit und so weiter, Fahrverhalten. Auch nicht ganz unwichtig, aber letztendlich geht es uns Elektrofahrern ja doch schon auch um die Reichweite. Ich fahre bisher ein Renault Zoe, damit bin ich sehr zufrieden. So ein kleines Effizienzwunder und was ich bis jetzt hier bei der Fahrt vom Autohaus zu mir nach Hause gesehen habe an Verbräuchen bzw. an dem, was auf der Uhr steht, war schon so ein bisschen bedenklich. Aber das werden wir gleich sehen. Ich werde eine Autobahnfahrt machen, ungefähr 100 Kilometer. Ungefähr bei Tempo 120 bis 130. Und dann gucken wir mal, wie sich die Verbräuche so darstellen werden. Wir haben heute übrigens den heißesten Tag des Jahres. Es sind draußen ungefähr 36 Grad. Das heißt, die Klimaanlage kann mal zeigen, was sie drauf hat. Ich werde jetzt mal irgendwie ein Ziel programmieren. Er hat doch irgendwie eine Sprachsteuerung. Mal gucken, ob ich die hier finde. Wie ist das denn auf dem Lenkrad? Ist da irgendwo ein... Ah ja, hier ist ein Sprachsymbol. Was passiert jetzt? Nichts. Drück mal drauf. Okay, passiert nichts. Keine Ahnung. Aha. Ich habe das nicht verstanden. Bitte sprechen Sie einen Befehl. Adresse als Ziel eingeben. Sprechen Sie Straße, Hausnummer und Ort oder sagen Sie Land ändern. Bremerhaven. Bremerhaven. Sie können "Ich bin fertig" sagen, um das Ziel zu übernehmen. Ich bin fertig. Sagen Sie "Ändere" und das zu ändernde Adressfeld. Ich bin fertig. Ziel wird eingestellt. Okay, er hat kurz vorhin angezeigt, irgendwas mit 97%. Heißt das, mit 97% Batteriestand komme ich da an? Oder ich brauche 97% meiner Batteriekapazität, um da hinzukommen? Keine Ahnung, wir werden es erleben. Jetzt haben wir, wie gesagt, 100% Batteriekapazität und eine theoretische Reichweite hier von 154 Kilometer. Also von hier nach Bremerhaven sind es ungefähr 50 Kilometer, hin und zurück sind es knapp 100. Das werden wir dann sehen, wie es gleich läuft. Fahren wir jetzt gleich mal los. Jetzt unterwegs Richtung Bremerhaven auf der Autobahn. Die Lüftung läuft leider auf Stufe 3, ist dadurch ein bisschen laut. Wenn ich sie runterstelle, wird mir aber echt zu warm hier. Wie gesagt, heute heißester Tag des Jahres, 36 Grad. Ich werde jetzt hier die Autobahn fahren, mich ungefähr im Bereich zwischen 120 und 130 bewegen. Und bitte im Vorfeld schon mal zu entschuldigen, wenn das Bild ein bisschen wackelt oder die Bildqualität oder auch Tonqualität schlecht ist. Ich bin halt kein professioneller Videoblogger, sondern filme das Ganze einfach nur mit dem iPhone. Deshalb sagt meine Frau, sitzt neben mir und filmt das. Hallo. Und jetzt geht's also los. Ich beschleunige jetzt mal auf 120 ungefähr, lasse es dann so stehen und schau mal, wie sich es entwickelt. Momentan ist die Reichweite noch etwas stark ernüchternd. Schauen wir dann mal, wie es sich so weiterentwickelt, die nächsten 50 Kilometer. Klimaanlage läuft, wie gesagt, voll Power bei 36 Grad. Sitzbelüftung ist aus. Ich fahre im Eco-Modus, um, wenn es geht, das Maximum irgendwie rauszuholen aus der Kiste hier. Habe mich im Vorfeld jetzt schon mal ein bisschen mit dem ganzen Trip-Planer und so beschäftigt. Finde ich doch recht kompliziert. Was mich jetzt schon stört, ist die Bedienung dieses Gerätes. Teilweise sehr unübersichtlich, da muss man sich echt mit beschäftigen, finde ich zumindest.
Vor allem auch mit dieser Zurücktaste kommt man manchmal irgendwie gar nicht dahin zurück, wo man vorher war, sondern fängt wieder beim Homebildschirm an. Das ist mir ganz oft passiert. Und auch die Tatsache, dass ich irgendwie hier in diese Mittelkonsole irgendwie berührt habe und dann ging die Klimatisierung aus, weil ich irgendeine andere Taste berührt habe. Ich glaube, die AC-Taste, also für Air Condition. Oh, hier ist ein Stau, Moment. Ah, das ist die Abfahrt. Und dann war plötzlich die Belüftung aus, war sehr nervig. Ja, die gesamte Bedienung an sich ist noch ein bisschen unübersichtlich und unklar, aber gut, ich habe ja auch keine Bedienungsanleitung. Was will man da also erwarten? Was mich jetzt auch noch ein bisschen wundert ist, obwohl ich die Geräuschkulisse eigentlich abgeschaltet habe, dass der gerade im Stadtverkehr ein deutliches Surren hat im Geräusch. Also das werden ja wohl die Motoren sein, das ist auf jeden Fall kein Reifengeräusch. Wundert mich auch. Hat die Zoe zum Beispiel so überhaupt nicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich hätte es natürlich gerne mucksmäuschen still. Natürlich, wer ein Verbrenner fährt, der denkt, es ist gar kein Geräusch zu hören, weil er das ja so gar nicht gewohnt ist. Aber wer schon mal ein Elektroauto gefahren hat, finde ich, der hört das. Na gut, also wir sind jetzt bei 120 km/h, gerade losgefahren. Ja, machen eine kurze Pause im Video und gleich geht's weiter. Tempomat gefunden habe, habe ich den jetzt auf 130 gestellt und ja, gleite so schön dahin. Die Geräusche sind eigentlich moderat, das Rollgeräusch der Reifen ist zu hören. Das sind aber auch ja Walzen, das ist ja der Wahnsinn. Diese 22 Zoll Felgen, 255er Reifen. Bis jetzt läuft die Fahrt gut. Bedienung, wie gesagt, muss man sich dran gewöhnen, aber ich denke, das ist halt eine Sache der Eingewöhnung. Nach ein paar Tagen und ein bisschen rumgefummelt hat man das. Das Navi ist eigentlich genauso bescheuert wie bei meinem Mercedes. Es sagt teilweise Sachen, die mich nicht interessieren. Aber gut, dafür hat es eine angenehme Stimme. So, jetzt fahren wir also ganz gut. Die Autobahn ist relativ frei und ich hoffe, wir kommen gut durch. Ja, dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt bin ich gerade erschrocken, weil ich den Tempomat auf 130 habe und plötzlich wurde das Auto langsamer und ich krieche jetzt hinter einem LKW her. Jetzt weiß ich auch warum. Der hat natürlich einen Abstandssensor bzw. er hält den Abstand. Jetzt bin ich wieder auf die linke Spur gewechselt und er beschleunigt automatisch wieder auf 130. Das ist natürlich schon mal ganz cool, dass das geklappt hat. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht mit gerechnet, weil ich da nicht dran gedacht habe. Die Zoe hat sowas natürlich nicht. Jetzt fährt vor mir wieder einer, der langsamer ist. Er wird auch automatisch langsamer. Das ist natürlich ein nettes Feature, muss ich sagen. Da sieht man hier diese rote Strichlinie, das ist sozusagen der, wie nennt man das, Begrenzungslinienassistent, keine Ahnung wie das heißt. Auf jeden Fall, das war das, wo zum Beispiel die Model X Family dran gescheitert ist, weil der hat so eine Art Assistent, dass ich die Fahrspuren halte und nicht drüber hinaus fahre. Das heißt, gleich wenn ich jetzt mal über die Linie fahren will, halt mal aufs Cockpit. Jetzt zum Beispiel, da, jetzt vibriert das Lenkrad, hier wird es rot angezeigt. Normal. Ja, ich bin schon drüber. Jetzt ist es schon drüber über die Grenze. Jetzt wahrscheinlich muss ich jetzt mal einen neuen Anlauf nehmen. Achtung. Ja, alles klar. Das heißt, er rüttelt mich nur wach und sagt mir, hey Moment, du bist müde, du fährst irgendwie gleich gegen Baum. Ist aber kein Autopilot, der die Spur hält. Also er greift jetzt nicht ins Lenkrad ein. Das kann er gar nicht. So, wir sind jetzt in Bremerhaven gewesen, haben dort gewendet. Ich schwimme jetzt so ein bisschen mit dem Verkehr, mit dem Tempomat. Das heißt, die Geschwindigkeit passt sich adaptiv ja meinen Vorfahrzeugen an. Liegt so zwischen 110 und 130. Beschleunigt und bremst ja automatisch, das ist sehr angenehm. Vorhin dieses im Display da, diese Batterie, das ist die regenerative, zurückgewonnene Energie, habe ich mittlerweile herausgefunden. Und beim Wenden in Bremerhaven haben wir das Navi umprogrammiert, zurück nach Bremen und ein bisschen umgespielt. Und dabei zeigte er mir an, dass er noch 79% Akku hat, nach ungefähr 68 gefahrenen Kilometern. Das heißt, 65 Kilometer waren ungefähr 20%. Das kann man jetzt hochrechnen, mal 5, wie viel man dann mit 100% Akku käme. Das muss man natürlich noch abwarten, ob das stimmt. Momentan ist der Durchschnittsverbrauch 26,4. Jetzt bremst er gerade wieder, weil ein LKW überholt. Ja, sieht eigentlich momentan doch nicht so schlecht aus, wie anfangs befürchtet.
Läuft eigentlich ganz gut, bin ganz zufrieden. Man gewöhnt sich so langsam an das Auto und hat so ein leichtes Gefühl, ein besseres Gefühl für die ganzen Proportionen und für die Bedienung. Es ist aber nach wie vor, muss ich sagen, diese ganze Menüstruktur da sehr, sehr verwirrend für mich. Ich bin ja Mercedes gewohnt, da ist es relativ klar, zumindest für mich, weil ich es ja gewohnt bin. Aber hier ist man ganz oft verloren und sucht wieder die Funktion, wo war die nochmal? Also allein schon, ich habe vorhin mal die Rekuperation umgestellt, von hoch auf niedrig, weil mich das irgendwie genervt hat beim Gas wegnehmen, dass ich dann immer irgendwie so voll in die Eisen ging gefühlt, weil er ja sehr, sehr stark rekuperiert. Bis ich das wieder gefunden hatte, hat es echt gedauert. Natürlich war es ganz einfach, wenn man weiß, wo es ist, aber es sind so viele verschiedene Funktionen, das kann man sich erstmal gar nicht merken, wo die alle sind. Und zumal ist es auch nicht logisch aus meiner Sicht aufgebaut. Die sind einfach irgendwo verstreut. Zumindest im ersten Eindruck. Ansonsten, naja, das Auto ist natürlich top, fährt sich super, Fahrgefühl ist klasse, Geräuschkulisse geht, hätte ich mir ja, schlimmer vorgestellt. Gut, das Rollgeräusch und das Windgeräusch, der Reifen ist da, aber auf der Autobahn bei 130 hört man vom Motor natürlich gar nichts, das sind nur die Außengeräusche. Und ja, Reichweite zumindest stellt sich momentan ganz zufriedenstellend dar. Natürlich verbraucht er mehr als ein Tesla, das haben wir uns alle schon gedacht. Aber ganz so schlimm ist es vielleicht nicht. Das werden wir gleich feststellen, wenn wir in Bremen sind. Dann haben wir ungefähr 120 Kilometer auf der Uhr. Vielleicht fahre ich auch noch ein bisschen weiter. Ich darf ihn ja noch ein bisschen behalten. Und dann versuche ich nachher auch noch mal zu laden. Leider haben wir hier keinen Ultraschnelllader in der Gegend. Also wir können maximal mit 50 kW laden. Das werde ich natürlich dann auch mal ausprobieren, um zu gucken, ob er die wenigstens zuverlässig erreicht. Bis dahin will ich ihn aber noch ein bisschen weiterfahren. Also jetzt habe ich ja knapp 80 oder wahrscheinlich jetzt 75% Akkustand, da muss noch deutlich was runter. Jetzt bei 37 Grad merkt man das natürlich schon. Also die Wärmestrahlung, die hier von diesem Glasdach abgesondert wird, auch gerade wenn man das anfasst, das ist ziemlich heiß. Die Wärmestrahlung hier auf dem Kopf, die ist schon nicht zu vernachlässigen. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich eine kochende Birne habe, obwohl eigentlich der Rest des Fahrzeugs momentan sehr gut klimatisiert ist, 21,5 Grad. Alles fühlt sich wunderbar kühl an. Ich könnte es aber auf 22 stellen, weil ich fast schon kalte Füße habe. Aber der Kopf glüht und das ist schon unangenehm, finde ich. Also man merkt zwar die Sonnenstrahlung nicht, also man hat nicht das Gefühl, die Sonne würde einem auf dem Kopf brennen. Aber dadurch, dass das Dach doch recht heiß ist, ist halt diese Wärmestrahlung da. Und der Kopf ist recht nah da oben dran und das empfinde ich zumindest doch als unangenehm. Also wir haben uns gerade mal den Spaß gemacht und bei 55% Akkustand und einer angezeigten Restreichweite von sage und schreibe 84 Kilometer, die natürlich nicht stimmt, haben wir das Navi mal auf Flensburg programmiert. Das ist von hier 255 Kilometer weit weg. Und das Navi hat die Route anstandslos angenommen, hat überhaupt nicht gesagt, dass irgendeine Reichweite nicht hinkäme. Das finde ich schon ziemlich doof. Vielleicht kann man es noch irgendwo einstellen, aber ich habe keine Funktion gefunden, wo ich das könnte. Können wir nochmal suchen, aber jetzt während der Fahrt natürlich nicht. Aber das wäre richtig ein No-Go. Das Navi muss mir noch sagen, wenn ich eine Route nicht erreiche, dass ich unterwegs laden muss. Naja, mal gucken. So, wir haben uns immer gefragt, wie man denn wohl mal die Prozentanzeige für den Batteriestatus sehen kann. Da habe ich im Navi hier festgestellt, wenn man das so konfiguriert, dass man die verbleibende oder vollständige Route in diesem kleinen Nebenfenster anzeigt, dann bekommt man hier permanent eine Anzeige, wie der Akkustand ist. Also im Moment haben wir 51% und wir sind jetzt 140 Kilometer schon gefahren. Das heißt, wir haben bei 50% Verbrauch 140 Kilometer geschafft. Das würde bedeuten, wir würden jetzt heute 280 Kilometer kommen mit dem Ding. Das wird sich wahrscheinlich noch verbessern, aber viel mehr als 300 wird es wahrscheinlich dann nicht werden. Und das, obwohl wir ja nur 130 Tempomat gefahren sind und es sehr warm war. Gut, die Klimaanlage zog natürlich. Vorhin habe ich mal gesehen, bei Ausschalten der Klimaanlage kann man ungefähr 16 Kilometer Reichweite gewinnen, hat er vorhin gesagt. Das kann ich mal ausprobieren. Wie war das nochmal? Mein EV, glaube ich. Oder? Das musste man dann drücken. Nee, da war das nicht. Ich finde es nicht wieder. Jedenfalls nicht so schnell und schon gar nicht während der Fahrt. Naja, ja. Jedenfalls, wir sind noch auf dem Weg nach Walsrode.
sind wir dann bald und kehren dann um und dann geht es erstmal ans Laden. Also wir haben es jetzt rausgefunden, man muss halt hier in diesem Home-Menü irgendwie zu diesem Display wechseln und dann auf Eco-Daten drücken. Und da gibt es dann hier eine Taste, die nicht als Taste zu erkennen ist, Auswirkung auf die Reise. Und da sieht man halt, die Klimaanlage kann eine Reichweite von 3 Kilometer gewinnen, wenn ich sie ausschalte. Sensationell. Also die frisst gar nicht so viel an Strom. Von daher ist es ja toll. Jetzt fahre ich gerade langsam, weil ich hinter dem LKW stehe. So, jetzt geht's weiter. Ich werde gleich umdrehen. Wir sind gleich bei 150 Kilometer. Restreichweite 69. Haha, Akku ist halb voll. Na, das wäre ja ein Witz. Aber gut. Gleich geht's dann wieder nach Hause zum nächsten Schnelllader. Der wird in Bremen-Hemelingen liegen. Da ist ein CCS-Lader, der an der Autobahn liegt und kostenlos ist. Da fahre ich dann gleich mal hin. So, jetzt wollten wir gerade am Bremer Kreuz von der A27 auf die A1 fahren zu der Ladesäule und hatten das Navi auf die Ladesäule programmiert. Kannst du mal auf das Navi halten. So, und dann waren wir schon auf der Ausfahrt, weil wir einfach darauf vertraut haben, dass das Navi uns, wie bei anderen Autos gewohnt, ja Verkehrsstaus anzeigen würde. Auf der A1 ist ja gerne mal Stau, gerade am Bremer Kreuz. Das Navi zeigt aber nichts an, wir sind also nichts ahnend abgebogen und haben dann gerade noch so gesehen, dass auf der A1 alles stand. Also habe ich noch schnell die Kurve gekriegt und bin weiter auf der A27 geblieben. Aber dass das Navi uns jetzt nicht gesagt hat, dass da ein Stau war, war schon sehr, sehr merkwürdig. Verstehe ich nicht. Naja, vielleicht ist es auch irgendwie eine Einstellungssache, aber er müsste es doch wenigstens über Radio kriegen, dass da ein Stau ist. Ich meine, mein Mercedes hat auch keine SIM-Karte, sondern kriegt ja die Verkehrsinformation über TMC und zeigt sie auf dem Navi auch an. In die rechte Spur einordnen. Lader steckt, er leuchtet, zumindest hat er kurz grün geleuchtet. Jetzt geht irgendwie ein Lüfter massiv an. Ich habe ja auch fast 200 Kilometer Autobahn gefahren. Er lädt, steht irgendwas auf dem Display. Ah ja, wird geladen. Was haben wir denn da? Verbleibende Zeit: 10 Stunden 41 Minuten. 35% Ladestand. Sonst irgendeine Information? Wie viel kW? Nein, das steht natürlich nicht da. Aber 10 Stunden klingt ja erstmal gar nicht so viel. Jetzt gucke ich mal bei mir den Stromzähler, was er da für kW zieht. Also ich habe eine Photovoltaikanlage, die produziert gerade 2 Kilowatt Strom. Kann man das sehen? Ja, gerade so eben. So, das ist die Bezugsleistung, 5,4. Das heißt, plus 2 kW aus der Photovoltaik macht 7,4 kW. Gucken wir mal. Oh, er hat aber noch kein Prozent mehr gewonnen. Ja, jetzt steht da irgendwie verbleibende Zeit 4 Stunden. Das kann ja nicht sein. Was ist denn das für eine Info? Das versteht man nicht. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Jetzt ist es wieder raufgegangen auf 9 Stunden. Warum auch immer. Machen wir die Tür zu, wieder auf. Ja, jetzt hat auch der Lüfter aufgehört. Das heißt, aha, er hat vielleicht irgendwas konditioniert, keine Ahnung. Auf jeden Fall 1% hat er schon. Juhu, das geht ja rasend schnell. Na gut, aber 7,4 kW, besser als nichts. Besser als gedacht auf jeden Fall. So, die Probefahrt ist jetzt zu Ende. Leider konnte ich, wie gesagt, nicht mehr schnell laden. Zu Hause habe ich es ja probiert und
Jetzt ist die Probefahrt fast zu Ende und ich müsste jetzt mal ein Fazit ziehen. Ein genaues Fazit mache ich vielleicht nachher, wenn ich den Wagen abgegeben habe und mal alles durchgerechnet habe. Auf jeden Fall bin ich insgesamt 193 Kilometer gefahren und habe ungefähr 27 Kilowattstunden pro 100 verbraucht. 4,2 Kilowattstunden regeneriert, Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr 93. Restreichweite bei 35%, die ist natürlich Fantasie, weil der Berechnungsalgorithmus irgendwie sich noch nicht an meinen Fahrstil angepasst hat. Ja, soweit dazu. Das andere berechne ich nachher alles mal. Es ist nicht wirklich schön. Sehr effizient ist das alles nicht. Also 27 Kilowattstunden auf 100 bei 36 Grad ist eigentlich ein bisschen viel. Gut, der Wagen ist halt so, wie er ist. CW-Wert und Größe, Gewicht, Reifen kennen wir alles. Mit den kleineren Reifen bzw. kleineren Felgen, da werden sie auch andere Reifen drauf haben. Ohne dieses schwere Glasdach etc. pp. Hat man vielleicht auch ein anderes Gewicht, anderen Rollwiderstand. Luftdruck der Reifen habe ich nicht überprüft, weiß ich nicht, wie der ist. Den würde man sicherlich nochmal vielleicht ein bisschen erhöhen, um den Rollwiderstand zu minimieren. Das ist alles natürlich nicht berücksichtigt bei diesem Test. Also bisher muss ich sagen, vom Fahrgefühl her natürlich ein super Auto, fährt sich super, muss sich hinter meinem Mercedes überhaupt nicht verstecken. Im Gegenteil, fühlt sich natürlich viel moderner an, hochwertig an, die Verarbeitung ist top, da klappert überhaupt nichts. Alles sitzt, passt und hat keine Luft, wackelt auch nicht. Gefällt mir alles sehr gut vom Geschmack, also mein persönlicher Geschmack ist es. Also auch die Knöpfe und so, das finde ich eigentlich ganz gut. Diese Lenkradknöpfe sind natürlich verwirrend am Anfang. Diese verschachtelten Menüs hier im Navi sind eigentlich Müll, aber da gewöhnt man sich sicherlich dran, man gewöhnt sich an alles. Hier diese Tasten gewöhnt man sich auch dran. Dieses Display finde ich, gerade wenn die Sonne hier reinscheint, ist sehr schlecht zu lesen, besonders wenn man irgendwie Klimatisierung irgendwas aktiviert, also die Autotaste zum Beispiel. Wenn ich die jetzt aktiviere, leuchtet die zwar erst hellgrün auf, dann aber nur blassgrün. Das ist jetzt zwar, ich stehe im Schatten, ganz gut zu erkennen, aber wenn ich in der Sonne bin, würde ich mal sagen, sehr, sehr schwierig. So, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Jetzt gibt es hier noch irgendwie wahrscheinlich die Frontscheibe. Ist auch kaum zu sehen, dass die aktiviert ist. Am meisten habe ich gehadert hier mit diesem komischen Dreh, Tipp, Zieh. Ja, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht, was genau. Ich habe nur so ein bisschen gewackelt. Gut, jetzt stelle ich die Temperatur ein. Jetzt ziehe ich dran, jetzt stelle ich die Belüftung ein, die ist auf Auto, obwohl ich Auto eigentlich ausgeschaltet habe. Ich habe jetzt auf Auto getippt und Auto ist eigentlich aus. Würde ich jetzt erwarten, dass es ausgeht. Es geht aber jetzt wieder an, keine Ahnung warum. Scheinbar geht Auto nur aus, wenn ich jetzt hier was verstelle. Dann ist Auto aus. Hm, gut, das Konzept hätte ich anders gemacht. Na gut, ich bin öfter hier dran gekommen, hat sich was verstellt. Einfach nur, dass ich hier mit der Hand irgendwie gegengestoßen bin, weil ich hier am Navi was bedient habe. Das Navi, wie gesagt, sagt, dass es zurzeit keine Verkehrsinformationen verfügbar hat. Warum auch immer, sollte es eigentlich durchs Radio kriegen, meiner Meinung nach. Hat es aber offensichtlich nicht. Zeigt auch irgendwelche Reichweiten gar nicht an. Doch einmal hatte ich es, wo ich Berlin programmiert habe, 360 Kilometer entfernt. Da hatte ich noch, glaube ich, 50%. Und irgendwann gab es mal einen Bildschirm, wo er sagte, ich muss einen Zwischenstopp einlegen, um das Ziel zu erreichen. Da stand auch nicht Laden, stand nur Zwischenstopp. Könnte auch eine Brötchenpause sein. Der Bildschirm war aber ganz schnell wieder weg, nachdem ich da mal drauf gedrückt habe, weil ich dachte, er führt mich dann zu einer Ladestation. Dann habe ich da drauf gedrückt, dann war er weg und kam auch nie wieder. Ließ sich auch nicht wieder auf den Schirm zaubern. Keine Ahnung, wieso der plötzlich da war und wie man ihn wiederkriegt. Also das ist irgendwie noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja, diese ganzen Informationen zum Trip. Wo war das jetzt noch? Eben kurz hinscrollen. Eco-Daten, genau, oder? Protokoll, glaube ich. Ja. Gut, jetzt sieht man hier irgendwie ein Protokoll. Ich habe irgendwie 27 kWh verbraucht. Steht irgendwie bei 25. Also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso jetzt A und B dran ist. Was das jetzt war. Muss ich da wieder drauf drücken? Nee. Ach so, Trip A hatte ich gemacht. Genau, Trip A. Was kann man denn hier alles sehen? Aha, aha.
24,6, verstehe ich nicht. Das kommt doch hin. Das war mein Trip. Gut, diese Wettbewerbsinfo, 97% ökologischer Fahrstil, schön und gut, gibt mir aber gar nichts. Ich hätte vielleicht mir so einen Graphen gewünscht wie bei Tesla, das wäre natürlich nett gewesen. Und das ist auch eine Fahrt, die kenne ich gar nicht, wobei, na, das war ich wahrscheinlich. Ja, die war am sparsamsten. War aber auch nur 1,8 Kilometer. Nein. Ja, also Licht und Schatten, würde ich mal sagen. Das Auto find ich persönlich schick, aber für ein Elektroauto ist es doch arg ineffizient. Muss man einfach zugeben. Ja, so sieht der Status nach 200 Kilometern aus. 33% Ladezustand nach 200 Kilometern.